Okay. Das Grundproblem an der Sache ist, wir haben kaum mehr Munition für die Minigun. Okay, jetzt haben wir de facto gar keine Munition mehr für die Minigun. Wir müssen es jetzt tatsächlich mit Raketenwerfer lösen. Was ich sehr, sehr ungünstig finde. Aber den großen Biomechanoid kriegt man damit auch kaputt. Das ist ja nicht das Problem. Möchte da jetzt noch jemand erscheinen? Okay, was? Wir haben noch Kanonenmuni. Oh nein. Irgendwelche Bomber. So, jetzt noch jemand. Ansonsten würde ich gerne dieses Leben hier mitnehmen. Kurz abspeichern und weiter geht's. Hi! Das ist natürlich ein toller Empfang. Erledigt. Noch jemand? Da hinten liegt noch ein Rüstungsteil, das nehme ich mal mit. Und jetzt sehe ich gerade, wir haben ja noch das zweite Mal Muni hier liegen lassen vorhin. Zum Glück. Das triggert natürlich diverserlei Gegner, das finde ich wieder nicht toll. So, dass wir jetzt wieder kaum Leben haben. Oh Mann, ey. Na Leute, wie geht's? Wo seid ihr? Das sind jetzt Schalter. Müssen wir mal gucken. Genau, ist erledigt. Skelett ist erledigt. Einfache Gegner auch weg. Ich habe es schon um die Ecke gesehen, genau. Lasermuni und Leben. Finde ich echt gut. Auch noch einzelnes Leben. Nehmen wir auch mal mit. So, dann können wir ja wieder lasern. Das werden wir tatsächlich brauchen. Oder Gnare, wo seid ihr? Da ist einer, glaube ich. Nee. Ach, da ist das Skelett zumindest. Bringt uns jetzt wenig. Oh, Muni für die Gatling Gun finde ich sehr, sehr gut. Rüstung nehmen wir auch mal noch mit. Zumindest die Einzelteile. Da haben wir was. So, jetzt die Schalter. Wir setzen die jetzt einfach mal random ein. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob und wie und was. Ob das jetzt richtig ist, ob das jetzt falsch ist. Au! Ist ja hinter mir erschienen. So, was jetzt? Ach, hier ist noch ein Schalter. Ja, es hat sich irgendwas geöffnet. Ich höre Gegner. Ich sehe liegende Achanoiden. Ich spüre hier große Gefahr. Diese Umgebung und die unheimliche Kreatur sehen verdächtig aus. Vielleicht kannst du versuchen, am Achanoiden vorbeizuschleichen und den Raum ohne großen Ärger zu verlassen. Ja, wow, wir können uns ducken. Vorsicht vor dem Achanoiden, jetzt schläft er, aber sind nicht für tiefen Schlaf bekannt. Danke. Ja, das ist ja jetzt echt klar gewesen, dass das passiert. Da sind auch noch Frösche dabei, jetzt sehe ich gerade. Das Rückwärtslaufen ist echt ungesund, stelle ich fest. Ah, das war Kanonenmuni. Da erscheinen natürlich noch mehr Gegner und vor allem Skelette sind wieder dabei. Wir sollten uns die Muni aufsparen. Also die Gatling-Muni. Okay, also scheint erledigt. Ich würde aber erst gern die andere Muni mitnehmen, die hier noch liegt. Kanonen-Muni haben wir ja.
Und dann gucken wir mal rein. Was ist es denn? Ach, ein goldener Ank. Ja, Jungs. Ist klar. Noch jemand? Nein. Okay. So, ich nehme jetzt den Raketenwerfer aus dem ganz simplen Grund. Hallo? Das ist ein Skelett. Au, ich habe mich gerade selbst getroffen. Cleverste Aktion des Monats mal wieder. Da ist ein Knarr. Kommt der rum? Da kommt er lang. Das ist wieder so eine Falle, wie wir in einer der ersten Leveln hatten. Das gefällt mir nicht. Ich gehe jetzt erstmal drum rum. Ich will das Herz haben. Ich nehme auch die Falle in Kauf. Aber erst will ich... Hey. Jungs, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber erstmal will ich mich ausgerüstet haben, bevor wir die Falle in Kauf nehmen. So, bitteschön. Danke. Kommt her. Hey. Who turned out the lights? Na. Ja, das geht alles noch. Wie gesagt, wir kriegen Schaden. Logischerweise. Ach. Fliegende und nicht sichtbare Knarrs. Toll. Die hat man ja auch lange nicht. Ja, die unsichtbaren Freunde. Gut, erledigt. Wir haben ein bisschen mehr Leben als vorher. Wir haben natürlich bloß jetzt kaum mehr Muni für die Gatling Gun. Lass uns die Kanone nehmen. Na, Leute. Ah, vielleicht sollten wir mal den Raketenwerfer stattdessen nehmen und uns die Muni vom Dings sparen. Ach man, wir sollten die Schrotflinte weiternehmen. Hier liegt auch noch genug Schrotflinten-Muni, das ist also dahingehend ein bisschen hilfreich. Sonst noch was hier? Mehrere Türen. Und natürlich auch solche Herren. Geht das hier auf? Tatsächlich. Also wir müssen die verschiedenen Räume jetzt mal abklappern. Oder natürlich, wir haben jetzt genau den richtigen Raum gefunden. Das kann natürlich auch sein. Geht zumindest ein Stück. Wir gucken nochmal zurück. Ach, da drüben geht's gar nicht weiter. Wir gucken mal zur Tür vorher, ob die sich öffnet. Ach was. Nur weil ich jetzt Raketenwerfer-Muni eingesammelt habe. Leute. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ich höre noch Monster dahinter. Also Aliens. Also es scheint tatsächlich so, dass es da hinten weitergeht. Und hier einfach noch... Oder? Tür ist verschlossen. Ich habe nicht genug Informationen, um diese Tür zu öffnen. Muss später wiederkommen. Goldene Amon-Statue. Okay, also gut. Wir müssen da lang. Wir müssen zu diesem Obelisken da lang. Ist in Ordnung. Nehmen wir das mit? Oder Leute, wie sieht's aus? Ja, na klar, Golems. Wo ich gerade noch sagte, so viel Muni habe ich ja dann doch nicht. Scheinen hier echt noch Golems. Ich fass es nicht. Aber kriegt man weg. Nur, dass wir eben jetzt dadurch einen Haufen Raketenwerfer-Muni verbraten haben. Ich glaube, mit der Schrotflinte sollte ich die nicht versuchen. Aber weiter geht's. Wir haben ja noch einen Granatwerfer, fällt mir gerade mal ein. Der ist irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert. Toll. Kombination mit Arachnoiden und Skeletten äußerst ungünstig. Äußerst ungünstig. Ja gut, das haben wir ja jetzt gesehen. Aber die Golems einzeln können wir damit
jetzt kriegen. Da hat der Granatwerfer ja durchaus seine Dienste geleistet. Aber in Kombination mit Skeletten ist das natürlich echt uncool. Au, das war ein Treffer. Okay, erledigt. Kurz abspeichern. Weiter geht es. So, Golem, erscheine. Und das pronto. Da hinten ist der Achanui. Toll. Und fliegende Knarre. Uncool. Da schlägt trotzdem noch irgendwas ein. Ach, da hinten ist er. Ein Bombenwerfer und ein Golem. Ist erledigt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wir kommen voran. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem Nachtbad. Da unten ist noch Leben. Da unten sind noch Kanonenkugeln. Werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Denke ich. Ist die Frage, wo bleiben jetzt die... Ja! Oh, ein großer Achanoid. Toll. Ist erledigt. Biomechanoid. Ist auch down. Sehr gut. Da liegt noch Raketenwerfermuni. Die muss ich jetzt tatsächlich holen. Denn die ist alle. Oh, hier kommen natürlich noch Fische. Natürlich. Die Fische nehmen wir natürlich aus dem Spiel. Das ist nun kein Problem. Dann liegt auch noch Raketenwerfermuni, Kanonenmuni. Wir gehen mal von der anderen Seite lang. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. Und versuchen mal so ein Stück weit noch was zu schaffen. Und versuchen zumindest die Gegner auf der anderen Seite mal noch auseinanderzunehmen. Ich werde noch mal den Granatwerfer in der Hand nehmen. Vorsichtshalber. Vielleicht erscheint ja doch noch ein Golem. Das ist kein Golem. Und das sind Biomechanoiden. Das könnten wir aber auch... Ey. Meine Güte. Noch so ein fliegender Knarr. Das ist natürlich jetzt ungünstig gewesen. Ich dachte ja, das funktioniert. Wir haben kaum Rüstung mehr, sehe ich gerade. Ah, ist natürlich... Ist jetzt doof. Ich speichere das Ganze nochmal ab. Wir gehen jetzt nochmal ab. Hey! Oh, na toll. Jetzt habe ich den nächsten Gegner getriggert. Das war ja nun nicht geplant. So, da hinten ist noch so ein grüner Dings. So kommen die Raketen auch an. Irgendwann. So, jetzt erstmal den Fisch hier. Ey. Reichweitenangriff oder was? Freundchen. Was? Da schießt doch ein Skelett, aber wo? Aus dem Wasser raus. Ein Skelett, das aus dem Wasser herausgeschossen hat. Toll. So, Raketen sind mitgenommen. Wir müssen noch mal gezwungenermaßen zu dem Leben hier gehen und zu dem da unten. Das hat jetzt mehr Leben gekostet, als ich gehofft habe. Die ganze Aktion. Aber mal gucken. Na, Fische, wo seid ihr? Da kommen welche. Ja, 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 ja. Eure Elektroangriffe sind echt nervig, Jungs. Okay, sind erledigt. Sind tatsächlich erledigt. Weiter geht's. Weiter nach vorne. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Wie gesagt, Gatling-Muni haben wir immer noch keine. Laser-Muni haben wir immer noch keine. Das ist echt, echt nervig. Müssen mal sehen, wie es jetzt wird.
was jetzt hier auch noch erscheinen möge. Na? Na, Leute, wo seid ihr? Ist jetzt keiner. Ich gehe erstmal hier hinten in die Ecke. Gefällt mir noch nicht. Gefällt mir tatsächlich noch nicht. Was ist jetzt hier? Schrotflintenmuni, die uns jetzt gerade nicht sehr viel bringt. Nee, also Schrotflintenmuni ist gerade echt so das, was wir nicht brauchen. Oh, die Kombination Bomber mit Golem mal wieder. Ich glaube, wir sollten die Gatling nehmen für die Jungs. Da sag mal, wie viel erscheinen denn jetzt hier noch? Ich würde mich gerne mal um den Golem kümmern. Wenn es recht ist. Wir sollten die einfache Schrotflinte für die Bomber nehmen. Okay. Nein, immer noch nicht. Jetzt ist er weg. Nehmen wir die kleinen Golems noch aus dem Spiel. Okay, sind weg. Ja, das hat sie hier hinten jetzt nur nicht gebracht. Die Aktion. Muss man sagen. Schade. Na, können wir jetzt nichts machen. Da liegt noch eine Rüstung. Was ist jetzt hier unten noch? Ja, ein Fisch. Toll. Da ist auch noch Raketenwerfer-Muni. Nehme ich auch mal mit. Da ist auch ein Gang. Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich... Da ist doch noch... Oh. Da würde ich mal reinschwimmen. Was ist jetzt hier drin? Ich sehe da Energie. Und noch mehr Fische. Und ungünstig. Wie viel erscheinen denn jetzt hier gerade? Wir schwimmen jetzt einfach mal hier rein. Okay, wir sind drin. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, zugegebenermaßen. Rüstungsteile. Will ich mal noch nicht mitnehmen. Ich will mich mal kurz hier umschauen. Weil mit dem Raketenwerfer jetzt hier rumzuschießen, wird jetzt schwierig. Das wird jetzt tatsächlich nicht einfach. Falls jetzt hier überhaupt Gegner erscheinen, aber ich denke schon. Na, wo bleibt er? Okay, keiner. Ja gut, dann nehme ich das dankend an und gehe einfach weiter. Da ist was. Wahrscheinlich das, was wir suchen. Die Amun-Gold-Statue. Oh Gott. Das könnt ihr doch nicht machen, genauso ein Aramiten vor meiner Nase spawnen zu lassen. Wow, 10 Leben. Auch durch den Bomber jetzt bedankt. Toll. Ganz toller Spaß. Was ist los? Analysiere. Während du gekämpft hast, habe ich einige interessante Texte gefunden. Sie sind in Piktogramm geschrieben. Es ist dieselbe Schrift wie die, die man in Abu Simbel fand. Der Fund von Abu Simbel zu Beginn des 21. Jahrhunderts bedeutete einen Durchbruch in der Menschheitsgeschichte, da die Menschheit damals einen Teil des syrianischen Wissens entdeckte und große Weltraumreisen möglich wurden. Bla 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 bla. Wer möchte sich durchlesen kann ja, oder sich durchlesen möchte, so rum, der kann ja auf Pause drücken. Ich werde das jetzt nicht groß weiter auseinandernehmen. Zumindest gerade mal nicht. Es ist ein Portal, ja. Wir haben 10 Leben, also es kann durchaus sein, so wie ich das jetzt verstanden habe, wir haben ein Portal gefunden und es geht weiter. Aber ich nehme das Leben da hinten mal noch mit. Aus Sicherheitsgründen. Das war jetzt eine verdammt knappe Geschichte. Mit dem Arachnoiden. Das scheint rauszugehen, oder? Tatsache. Und zu Gegnern, natürlich. Und Harpien. Oh Gott, wir haben... Das ist jetzt uncool. Ich habe gerade nichts, womit wir die Harpien weiter bekämpfen könnten. Dich nehmen wir erstmal aus dem Spiel.